Ich sah mich nicht als Alkoholikerin. Ich hatte ein Dach über dem Kopf und einen Job, an dem ich hing, und dachte, nein, ich kann keine Alkoholikerin sein. Egal, ob Sie sagen Rauschmittel oder ob Droge, egal, was Sie davon zu Alkohol sagen, Sie erleben sofort einen Sturm der Entrüstung und Ablehnung. Gerade ist die beste Zeit für die Bierindustrie. Durch die digitale Revolution erreichen wir Millionen von Kunden. Was passiert, wenn man einen Schluck Alkohol trinkt? Alkohol beruhigt das Gehirn. So entspannen wir, machen aber auch verrückte Sachen und mögen das manchmal. Einfach besoffen zu sein und Spaß zu haben, und das ist einfach okay. Wo man auch so ein bisschen einen Exzess feiern kann irgendwie. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass britische Grundschulkinder eher in der Lage sind, Marken großer Alkoholkonzerne zu identifizieren, als die Marken von Eiscreme oder Schokoriegeln. Für die Bierindustrie ist Afrika einer der vielversprechendsten Orte der Welt. 500 Bars wurden zu Hotspots erklärt. Sie haben 2.000 bis 2.500 Prostituierte für ihre Bierwerbung angeheuert. Sie befummeln dich. Sie können sogar versuchen, dich zu missbrauchen. Wir haben Angst, dass einige Organisationen alkoholische Getränke dämonisieren wollen. Ich bin raus und für 4 Tage nicht nach Hause gekommen. Meine eigene kleine Schwester hat erzählt, dass sie mit meinem Vater auf dem Feld neben dem Haus war, weil sie nach meiner Leiche suchten. Diese isländische Gewohnheit, zu saufen, bis man umfällt, die ist zum Glück vorbei. Viele andere sagen, seit ich nicht mehr trinke, habe ich überhaupt erst entdeckt, wie schön dieses Leben ist. Dann sage ich, nein. Wein macht Menschen erst zu Menschen. Glory, glory.